Hallo ihr Lieben, hier ist Miri von Cabandance und ich möchte euch einfach mal zeigen, also wir sind das erste Mal hier quasi in einem Selbstversorgerhaus angekommen sozusagen. Also wir haben jetzt eine Unterkunft gefunden, die einfach traumhaft ist, das ist aber ein anderes Video. Die kann ich nämlich nur empfehlen. Aber in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie wir was wir gekauft haben bei unserem ersten Selbstversorger-Einkauf hier auf der Insel Koh Tao in Thailand. Und wir sind jetzt gerade dabei, unsere zweite Kokosnuss zu öffnen. Die erste war spannend, hat sich die ganze Küche gespritzt, aber wir haben es geschafft. Wir versuchen das einigermaßen Einwohner, also Einheimischen getreu zu machen, aber es klappt natürlich nur bedingt. Ist auf jeden Fall... Das sind eigentlich unsere ersten Kokosnüsse, die wir einfach so gekauft haben in einem Shop hier. Also in einem normalen Obst- und Gemüseladen. Sonst haben wir die immer quasi direkt schon geöffnet bekommen irgendwo. Ja, das sieht gut aus. Oh, wie gekonnt. Sehr gut. So, und dann stelle ich euch die Sachen einfach mal vor. Genau, wir fangen jetzt an mit Frühstück. Zwei Kokosnüsse, vielleicht werden es aber auch mehr. Haben wir hier Mango, Ananas. Ich glaube, die heißt Baby-Ananas. Die ist also besonders süß. Und das ist Papaya und eine ungeschnittene Papaya. Ich muss sagen, in Deutschland habe ich Papaya nie wirklich gemocht, weil ich dachte immer, die schmeckt nach nichts. Aber hier fliege ich total drauf, weil die einfach mega, mega süß ist und saftig. Es ist wirklich jetzt hier zumindest einer meiner Lieblingsfrüchte geworden. Das ist, wie man unschwer erkennen kann, Ananas, aber auch das sind Baby-Ananas, also ganz, ganz, ganz super süße. Und ich hatte sonst immer das Problem, nicht wundern, ich habe nur nasse Haare, ich war gerade schon schnorcheln. Ich hatte sonst immer, habe sonst immer so wunde Mundwinkel bekommen, ganz schnell von Ananas oder auch so richtigen blutigen Mundinnenraum. Ziemlich gruselig, aber das habe ich öfter gehabt in Deutschland, obwohl ich oft, also immer so gut wie es geht, darauf geachtet habe, dass sie reif war. Hier bekomme ich das vielleicht nach zwei, also ich kann mehrere Baby-Ananas essen, ohne dass da was passiert. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Was das genau ist, kann ich euch gar nicht sagen. Eine Art von Spinat wurde uns gesagt. Gurke und Brokkoli. Wir haben die Gemüsesachen gekauft, um möglichst original thailändisch nachzukochen. Genau, wir lassen halt das Öl weg. Und genau, das sind Brokkoli, Möhre, das sind Kohlrabi-Blätter. Haben wir einfach mal ausprobiert. Wir sind aber nicht so ganz der Fan davon, um ehrlich zu sein. Das hier ist ganz normaler Kohl. Das sind Sprossen. Und ich mache jetzt einfach mal weiter mit den Kochsachen. Ganz, ganz viel Knoblauch. Wir sind Knoblauch-Fan. Und hier die in Thailand sowieso auch. Zwiebeln, Chiliflocken. Wir sind totaler Chili-Fan geworden. Also, ich glaube, wenn wir nach Deutschland kommen, wir sind jetzt schon etwas abgehärtet, was das anbelangt. Ich glaube, das sind 3 Kilo, also mehr als 1 Kilo in jedem Pack, 3 Kilo Reis. Und das hier ist eine Art Sojasauce. Genau. Das haben wir gestern gekocht, also einfach alles zusammengeschmissen. Und eben ein bisschen Sojasauce mit bei. Und Reis, und schmeckt sehr, sehr wunderbar. Ich liebe das. Also ich habe bis jetzt noch nichts vermisst. Und ich bin auch noch nicht müde vom Reis. Das sind die ganzen Kokosnüsse. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Kokosnüsse gehabt. Ich habe nur zu Hause immer so im Tetrapack halt welche gehabt. Aber es ist echt kein Vergleich. Die schmecken zwar auch ganz okay, aber ist einfach echt kein Vergleich. Aber das ist ja auch logisch. Und sind natürlich auch um einiges teurer zu Hause, obwohl es keine frischen Kokosnüsse sind. Das sind dann die Papaya. Ja, und dann noch Mangos. Und ich glaube, jetzt habe ich alles vorgestellt. Habe ich irgendwas vergessen? Oh ja, oh, das Allerwichtigste. Diese vollgefüllte Kanne sind 20 Liter Wasser, kostet nur 100 Baht und das sind dann umgerechnet ungefähr 2 Euro.
Ja, es gibt noch Pfand, aber ist ja mal egal, umgerechnet, also unterm Strich sind es dann 2 Euro und das ist ziemlich günstig, aber auch nötig. Und für das Ganze hier haben wir bezahlt, wir haben es mal umgerechnet, in Euro sind es dann ungefähr 25 Euro. Und das ist, also für das, was man dafür kriegt, für die ganzen tropischen Früchte und für die Kokosnüsse, das ist schon echt mega günstig. Ja, und ich wünschte, es könnte so weitergehen. Tschüss! Ich habe mich ein bisschen vertan, also es waren dann insgesamt mit Reis und Chilis, also so die nicht frischen Sachen, dann umgerechnet ungefähr 30 Euro. Aber man muss auch bedenken, dass wir hier gerade auf Koh Tao sind, das ist eine Insel und auch eine sehr touristische Insel, aber wir sind hier an einem sehr untouristischen Ort von der Insel. Aber das heißt halt, dass es hier auf der Insel schon alles um einiges teurer ist. Ja, aber dafür, wie gesagt, ist es echt ein Riesenschnäppchen und in Deutschland auf der Insel würde man dafür wahrscheinlich zwischen 50 und 100 Euro zahlen. Ja, genau, ich wollte noch einmal kurz auf die Obstcenter-Sache eingehen hier in Thailand. Das hatte nämlich jemand gefragt und ich habe auch schon letztens ein Video dazu gemacht, aber ich habe da irgendwie vergessen, auf den Pause-Button zu drücken und das wurde dann irgendwie nichts. ja, also es gibt eigentlich auf unserer Fahrradtour, die wir hier machen, haben wir, wenn wir unterwegs waren, vom Gefühl her alle 200 Meter so einen Obsthändler an der Straße gehabt. Also die haben dann immer gekühlt und schon fertig geschnittene Früchte, also so die Klassiker hier in Thailand, Mango, Ananas, Papaya, auch Drachenfrucht, Melone, die sind auch mega süß hier in Thailand. Das waren so die Klassiker erstmal. Und das sind, also die kosten auch echt wenig dafür, dass sie schon so mundgerecht fertig geschnitten werden. Das hat man meistens auch für, weiß ich gerade nicht umgerechnet, aber sehr wirklich nicht viel mehr, wie wenn man sie also direkt bei einem Händler kaufen würde. Und das ist natürlich sehr, sehr vorteilhaft, wenn man dann unterwegs ist und die dann direkt auch schon geschnitten essen kann. Und das ist wirklich super. Also da muss man sich eigentlich überhaupt gar keine Gedanken machen, die findet man alle Nase lang. Und auch eben nicht Obsthändler, also so Reisgerichte, ist auch echt überhaupt gar kein Problem und du kannst dir dann quasi beim Kochen zuschauen. Die haben dann immer so, das ist ziemlich lustig, so Gefährte, auf denen sie halt fahren, das sind so selbst zusammengebaute Läden mit Rädern drunter und damit fahren die dann mit ihrem Motorrolle-ähnlichen Ding durch die Straßen, das ist ziemlich cool. Und da haben die halt auch ihre eingebaute Küche drin und so einen riesengroßen Wok. Und da kannst du dann eigentlich auch genau mit zugucken und auch sagen, wenn du irgendwas nicht reinhaben willst oder wenn du irgendwas reinhaben willst. Und das ist ziemlich cool. Also mir kommt es auch so vor, als wenn die Thailänder sehr, als wenn das so ein Teil der Kultur ist. Dass sie halt voll, ja, damit, dass es total das Gemeinschaftsding hier ist. Klar, Essen ist immer ein Gemeinschaftsding, auch bei uns in Deutschland, in Europa, aber so arg ist es glaube ich nicht so, weil die Einheimischen sind alle dann, die treffen sich eigentlich alle immer auf den Straßen zum Essen. Es hat auch ein Freund von mir gesagt hier, den ich hier aus Thailand kenne, dass das eigentlich keiner ist für sich alleine zu Hause, sondern alle gehen eigentlich immer raus zum Essen, weil es eben so auch extrem günstig ist. Also man bekommt ein Reisgericht echt unter einem Euro und das, ja, also das finde ich, gefällt mir sehr, weil das so ziemlich gemütlich aussieht, auch immer so dieser Teil der Kultur. Ja, ich glaube, das war's, was ich sagen wollte. 3. Yeah.